Die aktuell permanente Zinssteigerungen sind wie eine tickende Zeitbombe für den Aktien, aber auch für den Immobilienmarkt. Und deutsche Immobilienbesitzer befinden sich eigentlich gerade, ja bildlich gesprochen, vor einer Art Abgrund. Und hierzu im Folgenden meine ehrliche Analyse, aber auch wie immer Handlungsempfehlungen, Problemlösungen, wie man sich hier vernünftig aufstellen kann. In einem meiner letzten Videos habe ich gezeigt, wie oder was gerade in Schweden passiert. Eine Nation, die er sich kurzfristig finanziert. Und hier sind schon die ersten Dominosteine umgefallen. Und man kann sehen, was passiert, wenn aus einer ehemaligen Niedrigzinsphase auf einmal in kürzester Zeit man sich in einer höheren Zinsphase im Prinzip befindet. Das Gleiche erleben wir jetzt zeitversetzt in England. Und ich möchte euch gerne kurz darlegen, was eigentlich hier gerade zeitversetzt passiert und wie die Engländer und die Regierung damit umgehen, damit du dich perfekt vorbereiten kannst für den nächsten Dominostein. Und das wird im Prinzip sein, dass die, ja, Erhöhung der monatlichen Belastungen auch hier bei uns in Deutschland ankommen. Mein Name ist Dr. Florian Roski, ich bin Analyst, Investor und Macher und in meinen Videos nehme ich dich mit auf meiner persönlichen Erfahrungs- und Erkenntnisreise mit dem Ziel, dass du meine Fehler nicht machst, aber auch vielleicht gute Ansätze übernimmst, um deine finanzielle Freiheit auszubauen. Ja, erst hat es also den schwedischen Immobilienmarkt ganz schön zerrüttet und jetzt geht es augenscheinlich weiter in England, weil sich die Inflation in Großbritannien stur bei 8,7% hält, hat jetzt die Bank of England den Leitzins am letzte Woche Donnerstag von 4,5 auf 5% angehoben, so hoch wie seit 15 Jahren nicht mehr. Das hat natürlich für viele Immobilienbesitzer schwerwiegende Folgen, denn der Leitzins wirkt sich direkt oder indirekt auf die Kosten für die Immobilienkredite auf. Und das betrifft in Großbritannien auch viele laufende Kredite, wo auf einmal der Investor und aber auch Eigenheimbesitzer wesentlich mehr aufwenden muss, um monatlich sein Darlehen zu bedienen. Viele Briten haben also in den vergangenen Jahren Darlehen aufgenommen, bei denen die Zinsbindungen nur zwischen 2 und 5 Jahren lagen. Und so konnten die Kreditnehmer alle ja immer bei der Anschlussfinanzierung schauen, ach, was hat sich am Markt getan? Und die Zinsen sind ja immer gefallen und konnten sich also so immer weiter günstiger verschulden. Diese Strategie läuft auch so lange gut, solange die Zinsen sich nach unten entwickeln. Aber wehe, wenn das Rad sich dreht, denn dann bleibt und vor allem bei der aktuellen Geschwindigkeit der Zinserhöhungen kaum Zeit, sich adäquat zu orientieren und sich gut aufzustellen. Dann steigen auf einmal auch die Belastungen in einem nie dagewesenen Tempo. Ja, pro 100.000, wenn da der Zinssatz um 1% steigt, hast du eine Mehrbelastung für 1.000 Euro. Aber jetzt stell dir doch mal vor, wie ja die aktuelle Realität, wenn der Zins nicht um 1% steigt, sondern 2% oder 3% und dein Immobilienkredit ist logischerweise nicht 100.000, sondern vielleicht 500.000, dann sieht die Geschichte schon komplett anders aus. Und dann kannst du dich auch entscheiden, möchtest du in Zukunft nochmal Urlaub machen oder willst du lieber deinen Immobilienkredit bedienen oder noch härter, willst du jetzt heizen oder essen oder deinen Immobilienkredit bedienen, wie es René Schäfer, ja, der smarte Investor aus Blackpool letztens so wunderbar formuliert hat. Gerade auch bei Eigenheimen schlägt der Zinsanstieg noch viel härter zu, weil du ja die Immobiliendarlehen aus dem Netto bedienst und nicht aus dem Brutto. Und gerade dann wird es in Hochsteuerländern wie Deutschland richtig fies. Denn wenn du auf einmal monatlich 500 bis 1000 Euro mehr brauchst, um netto deine Darlehen zu bedienen und kannst hier nichts von der Steuer absetzen, dann bedeutet ein monatlicher Anstieg von zum Beispiel 1000 Euro netto, dass du fast
2000 Euro brutto mehr verdienen musst pro Monat, um dieses Darlehen bedienen zu können. Das heißt, in Ländern mit hoher Steuerlast wirken höhere Zinsanstiege viel brutaler als in Ländern mit niedriger steuerlicher Belastung. Auch deshalb habe ich ja immer in meinen Büchern wieder gewarnt vom Anschaffung vor einem Eigenheim, denn du musst alles aus dem Netto bedienen und das ist eines der größten Konsumgüter überhaupt, die die meisten Menschen in ihrem Leben anschaffen. Und wenn auf einmal ja das Konsumgut sich verdoppelt in den Kosten, dann schlägt das natürlich 1:1 auf den monatlichen Lebenshaushalt ein. Zudem werden natürlich auch Eigeneinbesitzer aktuell generell ziemlich tough rangenommen von der rot-grünen Regierung, wenn man schaut, was da an Dämm- und Heizungsaustauschschlichten noch auf uns zukommt. Und dann noch zusätzlich diese Zinsbelastung, dann führt das natürlich bei vielen Haushalten zu extremer Verstimmung. Ja, manche Banken bieten auch in der aktuellen Situation eine Absenkung der Tilgungspflichten an. Also wenn du vorher 3% getilgt hast, dann sagen die, okay, die Zinsen sind gestiegen, ich biete jetzt 2% und 1% dann. Das hilft natürlich, was die aktuelle Überlebensstrategie betrifft. Aber langfristig gesehen brauchst du natürlich dann wesentlich länger, dein Eigenheim abzuzahlen und dann befindet man sich mehr oder weniger in einem unschönen Teufelskreislauf. Wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum Immobilienbesitzer aktuell nicht so gerne rot-grün wählen werden. Die Engländer trifft es natürlich aktuell hart, einmal weil die Zinsen natürlich steigen und sie eine hohe Inflation haben. Das beides wirkt zusammen natürlich negativ ja, auf den verbliebenen Lebenshaltungsstandard, denn wenn du mehr ausgeben musst für Wohnen, wenn du dein Geld im Prinzip durch die Inflation entwertet wird, dann bist du schon hart getroffen und wir sehen natürlich auch aktuell die Auswirkungen da, aber jetzt stellen wir uns das mal für Deutschland vor und trifft es ja nochmal härter, denn wir haben ja die höchsten Steuernabgaben der Welt und Eigenheimbesitzer müssen ja alles aus dem Netto zahlen. Zudem haben wir auch eine hohe Inflation und was auch noch dazu kommt, ist im Prinzip die Sanierungspflichten und Dämmpflichten, die die Regierung jetzt hier eingeführt hat. Und als weiterer wirklich erschwerender Faktor ist, dass wir natürlich eines der schlecht qualifiziertesten Wirtschaftsministerien der westlichen Welt haben. Und dementsprechend ist da auch davon auszugehen, dass wir weiter tiefer in eine Rezession eintauchen. Das heißt, auch vom Thema Arbeitsplatzsicherheit wird es uns auch nochmal heftiger treffen. Das heißt, wir können uns schon auf einiges vorbereiten. Und dementsprechend ist es natürlich wichtig, hier die richtigen Airbags zu installieren, damit man das Szenario auch noch irgendwie solide überleben kann. Ja, wenn man sich jetzt die Kette anguckt, Schweden, England, Deutschland, dann hat es erst Schweden eingeschlagen, die finanzieren noch kurzfristiger, dann jetzt in England, die eher 2 und 5 Jahre investieren. Und jetzt kommen natürlich dann als nächstes, wie ich es auch schon in anderen Videos angezeigt habe, wahrscheinlich Ende des Jahres, nächsten Jahres sind wir so richtig schön dran. Hier auch mal ein Bild über die durchschnittliche Zinsbindungsdauer in Deutschland. Ja, 9% hatten sich in Deutschland 2022 für bis zu einem Jahr oder variable Finanzierung entschieden. Das werden natürlich auch primär Bauträger sein oder Menschen, die Flexibilität schätzen. Die haben sich dann beim Anblick von steigenden Zinsen wahrscheinlich auch noch gut rüber retten können durch einen Wechsel in eine langfristige Zinsbindung oder ja, sie sind vielleicht bereits in die Insolvenz gegangen. Die Statistiken über die Insolvenzen am Bau und die Einstellung von Bauprojekten hier in Deutschland spricht natürlich eine deutliche Sprache. Hier eine kurze andere Einblendung vom Spiegel. Der Spiegel berichtet, die Zahl der Firmenpleiten ist im März weiter angestiegen. Besonders hart trifft es Handel und Bauwirtschaft. Ja, 6% finanzieren hier 1 bis 5 Jahre bei uns, deswegen also im Vergleich zu England relativ niedrig. Deshalb schlägt es ja auch gerade in England ein und nicht bei uns. Aber 36% bei uns finanzieren zwischen 5 und 10 Jahren. Deshalb geht es bei uns aktuell noch etwas gesitteter zu, aber dann wird eventuell auch der Fall von einem ehemalig sehr niedrigen Zinssatz zu einem dann im Vergleich doch sehr hohen Zinssatz recht tough ausfallen. Hier sehen wir natürlich auch schon die ersten Vorboten des Ungemachs. Erstens Rekordeinbruch bei Immobilienpreisen. Zweitens in Norddeutschland sinken die Immobilienpreise mittlerweile fast überall. Wohl wissend, dass bald die Anschlussfinanzierung droht, gibt es also für den deutschen Investor jetzt 3 Möglichkeiten.
Erstens, man hat rechtzeitig ein Vorwertdarlehen abgeschlossen. Das heißt, man hat sich in der Niedrigzinsphase schon ein Anschlussdarlehen gesichert mit niedrigen Zinsen. Oder zweitens, man hat einen Bausparervertrag abgeschlossen, um im Prinzip dann eine solide Anschlussfinanzierung zu haben. Oder drittens, man hat es wie ich gemacht. Ich erhöhe aktuell die Mieten, wo es sinnvoll und möglich ist, zur Bewirtschaftung meiner Objekte und gehe jetzt ganz gemütlich in das Verhältnis oder in die Richtung der Sondertilgung und wirke damit im Prinzip drei Problemen entgegen. Erstens, durch die Mietsteigerung erhöht sich mein persönlicher Cashflow und auch der Ertragswert natürlich meiner Immobilien, der maßgeblich auf die Mieteinkünfte basiert. Zweitens, ich schieße durch die Sondertilgungen im Prinzip Eigenkapital nach und wirke damit auch einem sogenannten Margin Call entgegen, also dem realen Risiko, was aktuell auch voll in England zuschlägt, dass durch den Werteverfall oder den Wertverfall der Immobilien das Verhältnis zwischen Immobilienwert und Darlehen so ungünstig ist, dass die Bank, wenn sie denn einen Kredit, eine Kreditverlängerungsoption anbietet, verlangt, dass ich im Prinzip frisches Eigenkapital nachschieße. Ja, und drittens, dadurch, dass ich natürlich durch Sondertilgung das Kreditvolumen abbaue, reduziere ich natürlich auch damit die Höhe des Anschlusskredites oder der Anschlussfinanzierung und dadurch verändert sich dann meine monatliche Kreditrate nur unwesentlich, da ich ja bei der Anschlussfinanzierung einen wesentlich geringeren Kreditbetrag dann habe, den ich anschlussfinanzieren muss. An dieser Stelle hat man natürlich dann auch die Möglichkeit, den erhöhten Cashflow, der durch die Mietsteigerung jetzt quasi eintrifft, zu nutzen, einmal für Sondertilgungen, aber man kann natürlich auch Kapital separat ansparen und dann im Zeitpunkt der Anschlussfinanzierung das Kapital nutzen, um den Kredit bei der Anschlussfinanzierung natürlich zu drücken. Die laufende Tilgung bietet sich für Leute an, die wie ich da eher einfach und pragmatisch gestrickt sind. Man kann natürlich auch für Leute, die sagen, mein Darlehen hat jetzt noch unter 2%. Wenn ich jetzt quasi hier Sondertilgung mache, dann lege ich mein Geld indirekt für unter 2% an. Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Da liege ich ja unterhalb der Inflation. Ja, für diese Leute macht das natürlich auch Sinn, dann alternative Hochzinsprodukte zu finden, wenn zum Beispiel der Kredit in 3 oder 4 Jahren anschlussfinanziert werden muss, um das Geld dann zum höheren Zinssatz anzulegen, als was Sie jetzt durch die Sondertilgung im Prinzip bei der Bank bekommen würden. So hätten Sie hier einen kleinen Vorteil, aber auch hier die Steuer bitte nicht vergessen, und können dann das Kapital plus die zusätzlichen Zinsen, die Sie angesammelt haben, im Prinzip nutzen, um dann den Anschlusskredit zu reduzieren. Was man aber auch nicht vergessen sollte, wenn man heute eine Sondertilgung macht im Rahmen eines Annuitätenkredites, dann hat er natürlich auch Folgewirkung, weil er ja nicht nur in dem Jahr jetzt, wo ich die 5% mache, meinen Kredit um 5% drückt und damit die Tilgungshöhe im Prinzip erhöht, sondern hat natürlich auch die folgenden 3-4 Jahren eine positive Auswirkung, dass ich im Prinzip schneller mein Darlehen dadurch abtilgen kann. An dieser Stelle muss ich sagen, mir ist das dann zu kleinteilig. Ich selber plane aber dieses Jahr zu desinvestieren, also Kapital zurückzuführen, Darlehen zurückzuführen, so ungefähr in der Größenordnung 250.000 Euro. Und wenn ich jetzt hier von 5%, oder im Schnitt sagen wir 5-6% Inflationsrate ausgehe, würde es bedeuten, dass ich vielleicht so 15.000 Euro auf der einen Seite verliere, dadurch, dass quasi die Sondertilgung von 250.000 Euro nicht zinsbesser als die Inflation angelegt ist. Auf der anderen Seite, ja, habe ich auch gewissen Hebeleffekt durch den Annuitätenkredit und ich spare mir ja auch 1 oder 2%, was ja auch nicht schlecht ist. Halte ich aber für mich persönlich für den besseren Weg, denn ich bin persönlich kein Finanzkünstler und möchte auch keiner werden, der versucht, auf der Sparte den letzten Cent rauszuholen, sondern mir geht es eigentlich eher darum, dass ich gut schlafen kann, gesichert aufgestellt bin und meine primäre Ausrichtung ist sowieso aktuell das Desinvestment in Deutschland, um dann einfach in bessere Märkte zu gehen, wo ich mich wesentlich
Rendite stärker und solider aufstellen kann. Kommen wir aber jetzt zurück nach England, das genau wie für uns Schweden vorher ein gutes Lehrbeispiel sein kann für diejenigen von euch, die sich nochmal zu den Inhalten und Schlussfolgerungen von dem Thema Schweden und Immobilienkrise interessieren. Den verlinke ich natürlich mein Video dazu nochmal unter diesem Video. Aber kommen wir zurück nach England. England hat also seit Ende 2021 13 Mal jetzt den Zinssatz angehoben. Und damit haben sich natürlich als Folge die Kreditkosten für die Bürger in England dramatisch erhöht. Hier nochmal ein konkretes Beispiel aus der Wirtschaftswoche. Wer im Sommer in England 2021 einen auf 2 Jahre hin fest verzinsten Immobilienkredit in Höhe von 200.000 Pfund mit einem damals durchaus marktüblichen Zinssatz von 1,2% und einer Laufzeit von 25 Jahren aufgenommen hat, zahlt für diesen Kredit 772 Pfund im Monat. Der Leitzins lag damals gerade mal bei 0,1%. Bei den heute üblichen 6% Zinsen betragen die Raten hingegen schon 1.289 Pfund, also mehr als das einen Halbfache. Angesichts der allgemein hohen Lebenshaltungskosten und des in Großbritannien vergleichsweise niedrigen Einkommensniveaus dürfte das also bei vielen Haushalten dazu führen, dass sie ihre Kredite nicht länger bedienen können. Was wirklich tragisch ist. Zahlreiche Immobilienkredite drohen deswegen bald zu platzen. Dabei sinken auch parallel dazu sogar noch die landesweiten Immobilienpreise, weil natürlich die Nachfrage zurückgeht, weil für viele doch Mieten wieder attraktiver wird als Kaufen. Die Mieten steigen in England auch aufgrund des weitgehend deregulierten Wohnungsmarktes dagegen rapide an. Und auch deshalb, weil viele Vermieter ihre vermieteten Immobilien natürlich selber finanziert haben und die müssen natürlich irgendwie versuchen, diese neue Immobilienlast oder Immobilienfinanzierungslast auf den Mieter weiterzugeben. Also es braut sich was an in England. Und auch wir bei uns haben in Deutschland jetzt schon einen gewaltigen Mietzuwachs zu verzeichnen. Hier noch eine ganz interessante Message. Ein Drittel der rund 28 Millionen britischen Haushalte zahlt derzeit einen Immobilienkredit zurück. Vor wenigen Tagen sagte der Schatzkanzler Hunt, er werde die Vertreter der Kreditinstitute bei dem Treffen am Freitag fragen, was sie tun können, um Kreditnehmern dabei zu helfen, die mit ihren Rückzahlungen in Verzug geraten seien. Abgesehen davon könnte die Regierung aber bedauerlicherweise nichts unternehmen, wenn das bedeutet, dass die Inflation noch länger bleibt. Also man möchte und auch aus gutem Grund die Inflation natürlich bekämpfen, weil Inflation bedeutet immer Armut. Mit Hilfe für die angeschlagenen Immobilienbesitzer ist also gar nicht zu rechnen. Ein Insider aus der Finanzindustrie sagte dem Guardian, die Diskussionen drehten sich um die Art und Weise, wie wir kommunizieren, was wir Kunden in Not bereits bieten und nicht darum, die Verpflichtungen zu ändern, die wir für diejenigen haben, die in Schwierigkeiten stecken. Am Freitagnachmittag bestätigte die Regierung diese Einschätzung, direkte Hilfen für in Not geratene Immobilienbesitzer soll es keine geben. Stattdessen sollen die Kreditgeber ihren Kunden stärker auf bestehende Möglichkeiten einer Umfinanzierung hinweisen. Eine Galgenfrist von 12 Monaten soll in Not geratenen Kreditnehmern dafür schützen, dass Banken ihre Immobilien in Besitz nehmen. Also aktuell recht spannend, was hier im Immobilienmarkt passiert und man sieht wirklich, wie die Dominosteine fallen. Hier im direkten Umfeld erst Schweden, weil sie kurzfristig finanziert haben, jetzt Engländer, weil sie doch etwas langfristiger finanziert haben und als nächstes wird wohl dann dieser Dominostein auf Deutschland fallen. Ich bin gespannt, was sich hier die rot-grüne Politik einfallen lässt. Aktuell merkt man natürlich mit Sanierungszwängen und zusätzlicher Belastung, dass man hier scheinbar genau den gegenteiligen Weg anschlägt, also Immobilienbesitzer noch weiter zu belasten. Und deswegen musst du natürlich aufpassen, dass du nicht unter die Räder gerätst und dass du hier die richtige Strategie anwendest. Zudem sehe ich auch, dass aktuell in Deutschland noch fleißig Flix- und Flip-Seminare verkauft werden, was bei zunehmenden fallenden Immobilienpreisen und einem Rückgang des Transaktionsvolumens am deutschen Immobilienmarkt doch zunehmend wie ein Scherz erscheint. Ich persönlich empfehle aufgrund der
steigenden Bemühungen der Regierung, aber auch der EU, ihre Klimaziele umzusetzen, was ja erstmal nichts anderes bedeutet, als dass Immobilienbesitzer hier weiter mit Zusatzkosten drangsaliert werden und den Bemühungen der EU, aber auch der Bundesregierung, weitere Einkommensquellen zu finden, doch mal über ein EU-Auslandsinvestment nachzudenken. Denn während bei uns hier in Europa zunehmend die Dominosteine umfallen, gibt es Länder, bei denen man gute Renditen und stabile Investmentperspektiven hat. Wenn jemand von euch Interesse hat, hier mal seine Optionen zu prüfen und vielleicht an einem soliden Dubai- oder Nordzypern-Investment, dann stelle ich natürlich noch mal kurz die Links zu diesem Thema unter dem Video und ich würde mich freuen, mit dem einen oder anderen von euch über Möglichkeiten mit Renditen und guten Aussichten zu fachsimpeln. Beste Grüße aus aktuell Nürnberg, euer Flo.